Hey, willkommen zum großer Penis-Video. Habe ich dir gestern versprochen, heute kommt es und wir klären die Frage, wie wichtig ist ein großer Penis beim Sex für die Frau allgemein. Das ist jetzt meine Erfahrung, die ich dir berichte, meine Sicht der Dinge. Natürlich kannst du das anders sehen und hast vielleicht deine eigenen Erfahrungen gemacht. Zum Verständnis des Videos muss ich sagen, ich habe einen sehr großen Penis, zumindest in der Länge, bin da von daher ganz gut bestückt und kann das Feedback geben, dass die Frauen doch sich immer sehr freuen, dass ich einen großen Penis habe. So komisch, wie das jetzt klingt. Also ich glaube, die Länge eines Penises ist schon ein Vorteil. Sie ist nicht ultra entscheidend, aber ein Vorteil. Ich habe gehört, die Breite des Penises eher nicht. Also wenn dein Penis extrem breit ist, dann kann das eher ein Problem sein, weil es dann, naja, in gewissen Hinsichten einfach nicht passt oder die Reibung auch zu groß ist, du da zu schnell kommst. Du erinnerst dich an das Video von gestern. Aber die Länge des Penises scheint schon ein Vorteil zu sein, weil du dann einfach tiefer kommst, tiefere Bereiche erreichen kannst und die Stimulierung dadurch besser ist. So das Feedback der Frauen von, oder die, das ich bekommen habe, bisher. Ich habe aber auch einige Freunde, die eher einen kleinen Penis haben und die auch keine Probleme haben beim Sex. Denn ich glaube, was dieses Thema Penisgröße betrifft, ja klar, wenn er größer ist, dann ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber was willst du tun? Das ist im Endeffekt so, wie über das Thema Aussehen zu reden, also in einem gewissen Rahmen und zu sagen, oh, ich bin hässlich, jetzt habe ich ja gar keine Chance bei Frauen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, dieses Penisgrößenthema. Das ist einfach eine Sache, mit der du in Ordnung werden musst, mit der du dich abfinden musst. Denn dein Penis ist nun mal so groß, wie er groß ist. Na, du kannst natürlich irgendwelche Vergrößerungspumpen kaufen oder was auch immer, aber ich habe gelesen, dass das auch mehr schadet als hilft. Und ich glaube, der größte Faktor und der Faktor, der wirklich zählt dafür, wie gut denn jetzt der Sex mit dir ist, ist nicht die Frage, wie groß ist dein Penis, sondern wie in Ordnung bist du mit deiner Penisgröße. Na, wenn während des Sexes du ständig irgendwelche Probleme hast, du ständig enorme Unsicherheiten hast wegen deiner Penisgröße, dann ist es natürlich der Faktor, der dafür sorgt, dass der schlecht Sex ist. Dass der Sex schlecht ist. Ne? Nicht der kleine Penis sorgt dann dafür, sondern die Tatsache, dass du einfach überhaupt nicht richtig beim Sex dabei bist. Na, du kannst entweder hier oben sein mit deinen eigenen Sorgen, deinen eigenen Ängsten, die dürfen ja auch gerne da sein, oder du kannst halt bei der Frau sein mit deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du immer nur hier bist, dir immer nur Sorgen um deinen kleinen Penis machst, oder was heißt kleiner Penis? Also ne, ist ja immer die Frage, mit was man das vergleicht. Aber wenn du dir immer darum Sorgen machst, dann bist du eben nicht vollkommen beim Sex und dann wird der Sex natürlich schlecht. Hingegen, wenn du einfach die Kraft deines kleinen Penises nutzt, sage ich mal, mit kleiner Kraft kommt große Verantwortung. Wenn du einfach die Kraft nutzt, wenn du voll beim Sex dabei bist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Und ja, vielleicht denkt sich die Frau danach, hey, mit dem Typen, der einen längeren Schwanz hat, war es ein bisschen besser. Aber dann ist das eben so und ist keine Sache, die dich enorm verunsichern muss. Am Ende des Tages kann dein Schwanz immer noch das Gleiche, was jeder andere Schwanz kann. Also wenn du eine Frau schwängern willst, kannst du es genauso tun wie jeder andere Mann. Und das bisschen mehr Spaß, das sie vielleicht mit einem Typen mit einem längeren Schwanz hat, wen interessiert's? Also der Faktor Schwanzgröße ist, denke ich, naja, sagen wir mal so groß. Und der Faktor, wie locker, wie entspannt bist du beim Sex? Wie sehr kannst du dich auf Sexualität einlassen? Wie sehr kannst du auch im Sex ein bisschen abgehen? Ja, wie sehr kannst du dafür sorgen, dass sie locker wird, dass du locker bist? Das macht so einen Teil des guten Sexes aus, wo die Penisgröße vielleicht nur so einen ganz geringen Teil ausmacht, den du nicht mal kontrollieren kannst. Von daher ist es einfach kein Thema, über das man sich gesondert oder viele Gedanken machen sollte. Da gibt es ganz andere Themen, was den Sex angeht, über die du dir Gedanken machen solltest, nämlich, dass du dir überlegst, okay, was habe ich vielleicht für negative Glaubenssätze, wenn es an das Thema Sex geht? Wo habe ich vielleicht Blockaden, wenn es an den Sex geht? Und diese Dinge aufzulösen, das wird dich und dein Sexleben und die Tatsache, wie zufrieden du und die Frau mit deinem Sexleben ist, seid, viel weiter voranbringen, als wenn du dir Sorgen um dieses ganze Penisgrößenthema machst. Und na klar, das ist vielleicht einfach zu sagen von meiner Warte aus, wo ich das Problem mit dem Penis jetzt nicht habe und dazu auch ehrlich gesagt keine krasse Verbindung habe. Also ich kann nicht relaten zu Männern, die sagen, ich habe einen kleinen Penis und das macht mich fertig. Ich habe da keine Verbindung zu. Aber ich weiß, wie es ist, Unsicherheiten zu haben. Ich weiß, wie es ist, sich in Gegenwart einer Frau schlecht oder schwach zu fühlen. Und ich weiß, dass es keinen Sinn macht, sich darauf zu fokussieren, sondern viel mehr Sinn macht, diese Unsicherheiten anzunehmen, dadurch abzubauen und dann wirklich eine geile Erfahrung mit der Frau zu haben, geilen Sex mit der Frau zu haben. Das heißt, ganz egal, wie groß jetzt dein Penis ist,
Darum geht es nicht. Hast du einen größeren Penis, kann das natürlich ein Vorteil sein, dann lucky for you. Aber darum geht es nicht, das ist nicht der Kern. Der Kern ist, wie entspannt bist du beim Sex? Wie cool bist du mit deiner eigenen Sexualität? Und für dich, wenn du Probleme mit einem kleinen Penis hast, ist der erste Schritt, das anzunehmen, diesen kleinen Penis anzunehmen, denn er ist ja auch schon da. Was willst du jetzt machen? Also die Annahme ist der erste Schritt. Und wenn du in Ordnung geworden bist mit deinem kleinen Penis, dann wirst du merken, wie Sex auf einmal viel mehr Spaß macht, viel einfacher geworden ist und auch für die Frau deutlich angenehmer. Soviel zum Penisthema. Wenn du dazu noch Fragen hast oder Anregungen, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Fragen zu anderen Themen, die ich beantworten soll, auch immer gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich mache Videos dazu. Ihr seht es hier. Eure Fragen werden die Videos von der kommenden Woche. Geil, dass du hier warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen, wenn du herausfinden möchtest, wie du Frauen anziehen kannst. Die Frauen, die dir gefallen. Unten rechts in der Ecke kommst du zum letzten Video zum Thema Sex. Wie du länger mit Sex durchhalten kannst, wenn du das noch nicht gesehen hast. Schau es dir unbedingt an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.